In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du bei Clash Royale einen zweiten Account erstellen kannst und anschließend ganz bequem zwischen diesen beiden Accounts hin und her wechseln kannst mit nur einem Knopfdruck. Und wir starten jetzt erstmal, indem wir im App Store nach der App Clash Royale suchen und diese herunterladen. Falls du die App bereits auf deinem iPhone hast, dann kannst du einfach diesen Teil hier überspringen. Wir klicken jetzt einfach hier auf Laden. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Anschließend öffnet sich der Button Öffnen. Da klicken wir einmal drauf und schon wird das Spiel geöffnet. Jetzt musst du hier ein kleines Einführungsspiel erledigen. Wenn du natürlich jetzt bereits einen Clash Royale Account hast, dann brauchst du natürlich dieses Einführungsspiel nicht machen und bist direkt in deinem Account eingeloggt. In deinem Account angekommen, klickst du jetzt einfach hier oben rechts auf die drei Balken und im nächsten Schritt auf das Zahnrad Einstellungen. Jetzt klicken wir hier nochmal Verbinden mit Supercell. Du musst nämlich vorher deinen Account mit Supercell verbinden. Wir klicken jetzt hier erstmal viermal auf Weiter und anschließend auf Jetzt starten. Wir haben jetzt aber noch keinen Supercell Account, also klicken wir unten auf Jetzt registrieren. Danach auf Weiter. Anschließend kannst du hier deine E-Mail-Adresse eingeben. Und dann bekommst du im nächsten Schritt einen Code zugeschickt, den musst du einmal einfügen und klickst jetzt auf den Button Senden. Danach kommt die Meldung Fertig, wir klicken nur noch auf OK. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, deinen Supercell-ID-Namen einzugeben. Wir machen das Ganze einmal und klicken anschließend auf Weiter. Und anschließend kannst du hier nochmal deinen Avatar auswählen. Wir klicken einfach auf Weiter und gehen hier wieder raus. Anschließend wirst du sogar von Supercell belohnt und bekommst exklusive Emotes. Die werden dann automatisch geöffnet und du siehst, du bekommst einmal Gold, du bekommst Pfeile und Ritter. Jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Account, klicken wieder oben rechts auf drei Balken, anschließend auf Supercell ID und klicken jetzt hier oben rechts auf das Zahnrad. Jetzt klicken wir auf Abmelden. Das Ganze müssen wir noch einmal bestätigen. Und jetzt müssen wir bei Clash Royale, um unseren zweiten Account zu erstellen, einfach hier auf Ohne Supercell ID spielen klicken. Dann sind wir wieder hier in diesem Einführungsspiel. Das überspringen wir jetzt einfach mal direkt. Klicken dann wieder hier auf OK und sind jetzt in unserem zweiten Clash Royale Account. Danach klicken wir wieder hier auf Supercell ID und wir sehen noch unseren alten Account. Jetzt klicken wir ganz unten auf Neue Supercell ID registrieren. Danach beginnt dieser Prozess einfach nochmal von vorne. Wir klicken hier auf Weiter. Danach geben wir wieder eine E-Mail-Adresse ein. Wichtig ist, dass du diesmal eine andere E-Mail-Adresse eingibst, als die du bei deinem ersten Account verwendet hast. Danach erhältst du wieder per E-Mail einen Code. Den geben wir jetzt einmal ein und klicken anschließend auf Send. Klicken wieder auf OK. Wählen anschließend nochmal einen Namen für uns aus. Bestätigen das Ganze auch noch zusätzlich im nächsten Schritt mit Weiter. Und danach können wir uns wieder einen Avatar aussuchen. Jetzt haben wir in Clash Royale zwei Accounts eingefügt. Wenn du jetzt ganz bequem zwischen diesen beiden Accounts wechseln möchtest, dann klickst du einfach nur oben rechts auf die drei Balken und anschließend neben dem Button Supercell ID siehst du diese zwei gegensätzlichen Pfeile. Da kannst du einfach draufklicken und dann kannst du jetzt einfach hier das Konto wählen und das Konto wird gewechselt. Und so einfach ist es, in Clash Royale einen zweiten Account zu erstellen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen da, ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren hilfreichen Videos mehr verpasst.